Ja, jetzt so langsam geht's los. Die Aida Aura wurde gerade von unserem Ernst ins Wasser gesetzt. Ja, Ernst, wie sieht's denn aus? Bist du nervös? Ja, das Mikrofon haut nicht immer hin hier. Er sagt gerade, er ist sehr nervös. Wo sind denn die Clubmitglieder vom SMC Osnabrück? Die möchten bitte hier unten mal hinkommen. Es gibt nämlich Sekt gleich. Dann hättest du früher sagen müssen, dann wäre ich sofort gekommen. Man muss doch hier erst suchen. Wir haben schon eine Stunde hier stehen. Ja, die Oma von unserer AD, die kriegt sich hier gerade und fühlt die Sekte so. Macht ihr das vorne direkt am Stehen? Ja, die Matthias kommt aus Wilhelmshaven. Oh, jetzt habe ich wieder was Falsches gesagt. Die Matthias Klose. Hat den falschen Namen gesagt. Matthias fährt schon fast Geburt an. Oma und Opa immer auf diesem Modellbautreffen. Und schon immer Wochen vorher, wo fährt Oma und Opa hin? Da muss ich doch mit und oder ich komme nach, so wie heute. Und ist dann heute Nachmittag hier von Wilhelmshaven nach Osnabrück gekommen. Das war dann auch ihre erste weitere Fahrt mit eigenem Auto. Oma und Opa waren noch nervös. Böser wie Martin. So, damit der Schwerpunkt weiter nach unten kommt, hat der Ernst sich was einfallen lassen und hat hier einen Steckkiel eingebaut, den wir da unten jetzt einstecken, damit das Schiff dann nicht so tippen ist. Raffiniert. Wo bist du denn noch der Akku achtern? Ich mein Fest. Geil, hast du die Bewegung. Scheiße, die Sonne, die blöder mit ins Licht zu führen. Ja. Ja, das ist gut. Geht mit. Mal eine kleine Runde hier, ob auch alles probiert. Sozusagen Werft Vogelfahrt. Die Beleuchtung ist auch schon eingeschaltet. Und hier kann ich mir mal eben hier zeigen. Ich habe hier jetzt die kleine Sektflasche, die die Madeleine gleich hier am Bug zerschellen lassen wird. Und dann sehen wir mal, was passiert. Ja, liebe Zuschauer, da sehen wir jetzt hier diesen großen Schlepper, der da ein riesiges, großes Schlauchboot zieht. Da sitzen etliche Leute drin. Ich weiß nicht, ich kann es von hier aus, wie viele es sind, aber es sind wahrscheinlich so um die 10. Also auffällige. Da kann man mal sehen, wie stark auch so ein Modellboot ist. Herr Schneider. Ja,
der muss in Blind, der muss nicht Musik, der sitzt am Mischpult. Ach so, der hat die Regler, ne? Ja, da weiß was da hoch. Einmal Tüte? Ja. Ernst? Den Messdiener. Den Messdiener. Was hat das für einen Zweck? Elisabeth. Ja, das ist Elisabeth. Das sagen wir gleich. Den Messdiener. Da wird das Schiff mit beleuchtet. Lauf ich immer vor die Nase? Die können Taufpaten. Mitten im Schwimmingpool. Meine Beine klammern, ja, meine Beine. Möchtest du festhalten? Was suchst du? Meine Taschen. Ja, die Taschen, die haben wir hier. Diese? Die hat eine Frau, die Taschen. Das will er anleuchten. Was will er anleuchten? Links, hier die Flasche kaputt geht. Genau. Sehen die hinter dir nicht mehr. Ja. Wir haben hier noch ein paar kleine Taschenlampen. Da möchten wir ernst, dass dann vorne dieser Fußmund angestrahlt wird. Wir haben uns jemand eben ausgesucht, weil sie auch so einen wunderschönen Fußmund hat. Oh, oh. Da lege ich auch wieder einen Schmus ein, du. Marlene. Nee, der muss doch weg, denn das kommt mit auf den Bild, das haut der nicht hin. Könnt ihr mit dem Schlepper ein bisschen weiter zurückbleiben, dass wir hier nicht so einen großen Wellengang kriegen? Dankeschön. Das sieht ja doof aus. Das sieht auch voll doof aus. Ja, du kannst besser eine Flasche Wasser holen und abspritzen. Nein, das Glas. Nein. Ach so. Wenn wir das Glas im Wasser haben. Wenn hier die Badegäste wieder reinkommen. Ach so, da oben geht das. Ja. Sonst nehmen wir mal eine Schaufel und packen das so kurz. Ja, das kannst du auch besser. Nicht verstanden, ich hole eine Schippe, dann machen wir das gleich. Hallo? Nee, bleibt ihr bitte mit dem Schlepper und dem Boot ein bisschen weiter zurück hier, nicht so dicht am Steg. Hallo, wir kommen. Hallo, nicht winkeln, sondern reagieren. Ja, winken sie alle, oder was? So, ich habe hier eine Luftpistole, ich schieße euch noch ein Schlauchboot und dann hat sich das erledigt. Tausende von Leuten stehen hier, nur wegen uns. Nur wegen uns. Beginning. Yes. Wissen die, weißt du, der Schalter oben? Ja, der weiß das. Du sagst. Ja. Oh, liebe Gäste. Jetzt wird das wieder schon alle kalte Füße. Ja, das stimmt. Jetzt wird die AIDA. Was ist das hier für ein Scheißproblem? Ich halte das Mikrofon nicht richtig hin. Jetzt kommt so langsam die AIDA. Kara von rechts. Ja, Olaf, dann gib mal Gas. Das kann er gut. Das kann er gut. Olaf ist ganz schnell. Die kann nur 22 Stunden. Ist ganz schnell gut. Alle Mann ruhig. Braucht jetzt eine Blutdruckmanschette. Wir haben Notarztkoffer dabei. Ja, gut. Das könnte alles.
brauchst du nicht versprechen. Ich konzentriere dich da auf deinen Text. Und du brauchst ja nur vorlesen. Günther, hast du die Flasche fotografiert? Ich meine, ja, mein. Ja, jetzt hier mit dem Flaschenhalter. Kann ich einer was zu trinken? Ne? Ja. Ja. Ja, die KA ist jetzt hier und kommt zur Begrüßung zur AIDA Aura. So, meine Lieben, jetzt kommt ein Autos. Aber hier. Am Ida-Auer Küstenattensee. Dieses schöne Schiff führt die Gewässer der Schussmodelle Morgissen. Genau wie seine Schwestern, deren Lächeln die Menschen verzaubert. Ich taufe dich auf den Namen Aida auf. Kann ich sehen. Ich taufe dich auf den Namen Aida Aura. Jawohl. Mögen dich Glück und Freude auf all deinen Fahrten begleiten. Ich wünsche dir, deinen Kapitän, allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Sag Bescheid. Ja. Uwe. Oh, jetzt haben wir auch noch Probleme mit der Flasche. Ja, jetzt hat es geklappt. Wie sich euer Tom-Party gehört. Welcome on board of the AIDA. Lass mich drücken. Und? Dankeschön. Danke. Haben wir für mich die Feste, damit es hier nicht ist? Bitte noch dazu, die blaue. Ja. Hauptsache, wir schubst mal rein. Müssen wir so langsam die Notarzt holen hier. Der Blutdruck ist runter, ist alles in Ordnung. Der Adrenalinspiegel steigt natürlich zu Anfang, ist ja klar, die Spannung ist da und das ist ja auch gut so. Genauso wie beim Sportler, der kurz vor einem Match steht, der hat auch einen hohen das Adrenalinspiegel. Und anschließend dann, wenn das Match gut läuft, geht der Adrenalinspiegel runter und genauso ist es jetzt bei uns. Also ist alles gelaufen, super. Das Fahrbild, ich glaube, die Besucher sind begeistert. Besser geht es nicht. Das Wasser ist ruhig. Das Wetter spielt mit. Und mehr kann ich den Zuschauern nicht bieten. Danke für den Applaus. Applaus. Das Brot des Künstlers. Da kommt der rein. Ah, die alte Friedrich. Ja, Ernst, du hast gerade gesagt, mehr kannst du den Zuschauern nicht bieten. Aber wie wir ja als Insider alle wissen, hast du ja mittlerweile schon wieder eine neue AIDA auf Kiel gelegt. Und wenn wir hier diese Veranstaltung vielleicht 2013 Pfingsten wiederholen, vielleicht können wir dann ja wieder eine Taufe, eine AIDA erleben hier. Und zwar hat er jetzt die AIDA Bella. AIDA Bella im Bau. Die Schöne. Bella die Schöne, sagt er gerade zu mir. Und diese AIDA Bella, die ist 2,52 Meter lang. Diese beiden, die hier fahren, sind 2,02 Meter lang.
bei der AIDA Bella musste er sich leider entschließen, den Rumpf in der Mitte durchzusägen, damit er den überhaupt aus dem Keller später mal rausbekommt und damit er dann dieses Schiff alleine bewältigen kann. Das Schiff wird dann anschließend hier im Wasser wieder zusammengesetzt und man sieht kaum etwas von dieser Trennstelle. Ja, wie Sie schon merken, liebe Zuschauer, sind wir Modellbauer vielleicht alle so ein klein bisschen verrückt, aber das macht es eben aus und wir haben eben Spaß an unserem Hobby.